Guten Morgen zusammen. Heute erzähle ich euch was über Fahrschule und Fahrprüfung für Thailänder in Thailand. Warum diesmal ein Video über Führerschein für Thailänder? Weil Sompet gerade seinen Führerschein macht und ich euch erzählen möchte, wie er das gemacht hat. Erst einmal braucht er ein Medical Certification. Dafür geht er einfach zu einem Arzt und lässt sich die Bescheinigung ausstellen. Anschließend geht er zur Fahrschule, zeigt seine ID-Card vor, hinterlässt seine Fingerprints, zahlt 5000 Baht und kann sich dann bei der Fahrschule anmelden. Anschließend muss er 15 Fahrstunden machen und die theoretische Prüfung ablegen. Das kann man natürlich auch verkürzen, wenn, so wie Sompet, er schon Fahrstunden in Deutschland gehabt hat, beziehungsweise auch schon Fahrstunden in Thailand. Und demzufolge war das beim Sompet mit 2 Fahrstunden abgetan. Es fehlt einfach nur noch die theoretische Prüfung, die er dann am dritten Tag abgelegt hat. Aber seht selbst in unserem Film. Ich hoffe, es gefällt euch. Habt Spaß und schaut. Wegen Corona. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bleib einfach draußen stehen und schau mal, was passiert. So, jetzt müssen wir erstmal zum Krankenhaus fahren, beziehungsweise zum einem Arzt. Wir brauchen nämlich ein Medical Certification. Das passt ganz gut, denn ich will ja auch meinen deutschen Führerschein umschreiben lassen und brauche ebenfalls so ein Dokument. Wir fahren nicht ins Krankenhaus, sondern einfach nur zum nächsten Arzt und lassen uns jetzt die Bescheinigung ausstellen. Ich bin natürlich außen vor, nur Sompet kann dort sein Certification, sein Medical Certification machen. Ich muss leider zu einem anderen Arzt. Sompet hat seine Bescheinigung, die ganze Untersuchung hat vielleicht 3 Minuten gedauert und jetzt können wir zur Fahrschule fahren. Das Marien werden aufgenommen und so viel ich vorhin gehört habe, ist wohl 15 Stunden, die Sompet machen muss und wird dann zur Prüfung zugelassen. Die Fahrschule heißt übrigens Siphon Group One Driving School und befindet sich in Nong Khai. Das ist die Teststrecke, wobei, wenn ich dort 15 Stunden absolvieren muss, ich das doch ein wenig langweilig empfinden würde. Aber okay. Langweilig auch deshalb, weil Sompet schon in Deutschland Fahrstunden hatte und er kann ja auch schon fahren. Und das ist ja wohl mehr was für Leute, die noch nie hinterm Steuer gesessen haben. Denn ja einfach nur im Kreis rumfahren, das ist nicht wirklich prickelnd. Aber gut, wir schauen mal. Der Fahrerlehrer sitzt auch nicht neben dem Fahrschüler, sondern steht außen und gibt von außen seine Anweisungen. Das sind die Fahrschulwagen und so wie ich gerade gehört habe, muss Sompet morgen am Mittwoch von 9 Uhr bis 17 Uhr in der Fahrschule lernen. Sompet hatte gerade die tolle Idee, mit seinem eigenen Wagen erstmal zur Fahrschule zu fahren, den dort abzustellen und dann für seinen Führerschein zu trainieren. Ich finde das einfach genial. Das ist pragmatische Teillösung.
Sumpets erster Tag in der Fahrschule. Er schaut sich erst einmal alles an. Jetzt kommt sein Fahrlehrer. Es ist bedeckt, relativ kühl, vielleicht so um die 20 Grad, aber das ist ja das ideale Wetter, um jetzt ein bisschen Auto zu fahren. Heute ist der dritte Tag seiner Fahrschule. Das ist auch gleichzeitig der letzte Tag. Und wir hoffen ja, dass er heute seine Prüfung besteht und dann den Führerschein bekommt. Also Sompet, viel Glück! Danke! Sompet hat jetzt seine Fahrprüfung. Er muss einmal übers Gelände wohl auch einparken und auch über den Hügel fahren. Und ich denke, das macht er vielleicht ein, zwei Mal. Und dann sollte der praktische Test vorüber sein. Und dann geht es daran, den theoretischen Test zu bestehen. Sompet hat die Prüfung in der Fahrschule bestanden. Er hat jetzt einen vorübergehenden Führerschein bekommen. Das ist ein DIN A4 Blatt und auf dem nur steht, dass er die Prüfung bestanden hat und dass er in circa 10 Tagen sich den richtigen Führerschein beim Land and Transport Department abholen kann. Sompet holt jetzt seinen neuen Führerschein ab. Wir sind auf dem Weg zum Land and Transport Department. Sompet hat seinen Führerschein bekommen. Mein Führerschein, das gestaltet sich etwas komplizierter, aber das erzähle ich euch ein andermal. Wenn euch unser Film gefallen hat, dann macht den Daumen hoch und drückt auf den Abo-Knopf. Vielen Dank, bis demnächst, Sompet und Hermann.